muss ich jetzt ein bisschen wieder was loswerden. Das kann auch weg. Also ich bin hier schon mal der Meinung, das muss auf jeden Fall so ausschauen. Dass das eine durchgezogene Linie ist. Dann hätte ich gesagt, machen wir das doch so. Dann habe ich hier oben sozusagen auch so eine Decke drin. Habe aber auf jeden Fall auch monstermäßig viele Steine jetzt dazu gewonnen. Okay, und ab hier geht es nicht mehr. Ab hier muss ich dann runter. Nächsten. Schaut doch ganz gut aus so. Ja, finde ich super. Dann kann der noch weg. Haben wir auch. Halt. Glas werde ich jetzt gleich wieder brauchen. Dann muss ich die auch schnell wegmachen. Dann haben wir. Nee. Da kommt jetzt das dahin. Dann haben wir das hier, dann haben wir das hier. Das schaut doch schon mal super aus. Regnet. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, noch rechtzeitig ins Bett zu kommen. Am Schlaf. Daytime. Danke. Regen brauchen wir nicht. So, dann hätte ich gesagt. Ja, der Weg führt sich nämlich auch langsam fort. Was total super ist. So, dann kommen die Randsteine erstmal hier rein. Dann geht es hier runter. Dann müssen wir mal schnell nach oben laufen. Die sind jetzt nach unten geplumpst und die anderen sind nach oben geplumpst. So, dann brauche ich hier auch noch einen. Dann kommst du auch gleich daher. Super. So, dann haben wir jetzt den. Dann kann der jetzt nämlich alles. Kann der, nein, der kann nicht weg. Hab ich mich verzählt? Zwei, vier, sechs. Zwei, vier, sechs. Was ist falsch? Hä? Drei. Dann habe ich hier drei. Dann geht die Mauer runter. Drei. Ah. Ha. Fehler entdeckt. So. Jetzt müssen wir mal schnell was gucken. Und zwar, ja, die werde ich, oder kann ich die schon bauen? Dark Matter Hammer von Project E, ja. Hammerhead. Den brauche ich. Ich brauche einen Hammer.
Weil das dauert mir jetzt alles zu lang. Das heißt, ich brauche ein Aluminium Press. Ich brauche mindestens 8 Kabel. Okay, also dann braucht man hiervon 8. Dann brauche ich hiervon 8. Es kann jetzt sein, dass ich ja noch was bauen muss. Das schaut total lustig aus. Das schaut total asynchron aus. Aber synchron, weil der ist einfach nur falsch. Das war jetzt auch hier mal gerade mein Gedankenfehler. So, wir wollen hier nach oben. Das heißt, ich brauche jetzt. Muss jetzt gucken. Tool Station. So, Tool. Die Toolforge. Dafür brauche ich Electrical Steel Block. Und den Electrical Steel Block mache ich wo? Morden Electrical. Fluid Tank Smelting. Den machen wir hier. Induction Smelter. Den mache ich immer Alloy. Das ist das Split. Das ist das Kombinieren. Induction Smelter in Thermal geht's auch. Das heißt, wir brauchen Thermal. Kann mir die Toolforge noch gar nicht bauen. Ist schon mal außen vor. So, aber wir schauen uns nochmal den Hammer an. Platinum ist ein bisschen extrem. Steelhammer hat eine Durability von 800, der Platinum Hammer von 2800. So, was habe ich hier noch? Der Diamond Hammer hat 3122, 5 Diamanten. Den schauen wir uns doch mal schnell an, wie gesagt. Soll es nach drüben gehen? Diamanten sind nicht mehr das Problem. Gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier schon 71 Diamanten drin. Und durch das ganze Klopfen habe ich hier nochmal zwei Stacks. Okay, dann was bist du das? Und ich brauche jetzt die Sticks. Und ich habe jetzt den Diamond Hammer von Thermal. Ja, der hat nämlich einen Vorteil, dass der 3x3 macht und die Durability ist auf jeden Fall auch gut genug. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Dann kann ich jetzt den dann wegmachen. Und das lasse ich mal da, weil dann kann ich nämlich auch meine Picke, die geht nämlich jetzt dann sehr oft kaputt. So, ich brauche noch mal das Concrete. Das wollte ich nämlich auch gleich mit durchziehen. Wenn man das neue Treppenhaus gelaufen. Machen wir mal gleich 32. Der Vorteil ist jetzt von dem hier,
Dass das jetzt zwei sind. Brauche ich mich nicht mehr drum zu sorgen, mich am Wasser? Hoffe ich. Jawohl, und schon ist es wieder still. Ich darf nur nicht da vorne anfangen. Ich muss immer hier anfangen. Dann wird es immer eine unendliche Wasserquelle. So, wir haben 32 Stück. Und was auf jeden Fall jetzt dann auch so ist, halt. Muss ich mal schnell hier runter. Das ist egal. Das ist jetzt ein Stock tiefer. Es ändert sich ja auch noch alles. Das ist mir dann relativ. So. Hervorragend. Diese Ghost-Blöcke. Auch in der 1.12 noch. Bin begeistert. Hätte schon gedacht, die wären weg. Aber zu früh gefreut. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt geht. Oder ob der Hammer die einfach nicht machen kann. So, dann kommt jetzt der da dahin. Das ist toll, der Hammer kann auch diese Blöcke nicht machen. Bin ja begeistert. Man hört's. Aber da geht schon mal auf jeden Fall der Weg bis hierhin. Dann haben wir auf jeden Fall auch hier schon mal eine Grundlage, dass wir wissen, wo entlang man muss. So. Packen wir mal die Steinchen hier alle rein. Wir gehen nochmal nach oben. Liegen hier irgendwo noch Steine rum? Nein. Es wird auch wieder dunkel. Und die Einteilung wird jetzt auf jeden Fall auch so. Ich werde auf jeden Fall andere Blöcke nehmen. Was ist denn, was hat denn Set Tones? Set Tones? Achso. White Tones? Nein. Set. Ah, X-Tones. Achso, die hießen mal X-Tones. Was schaut denn da ganz gut aus? Vor allem, was man farbig hat. Also das da auf jeden Fall nicht, weil das sind meine normalen Blöcke. Das da wäre interessant. So eher. Oder die wären auch interessant. Das sind Cobble Slabs mit denen da. Das schaut auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ich muss mir mal. Zorg ist mit Clay, das will ich nicht.
Den kann ich ja mal schnell verwenden. So, ich muss noch mal schnell nach hinten fetzen. Brauche noch mal Steine. Ist das schon nicht mehr so extrem asynchron? Machen wir mal die restlichen noch weg. Danke. Kommst da rein. So, ich habe 9 Kabels einstecken. Davon machen wir mal schnell Half-Slaps. So. So, und wie schaust jetzt du aus? Es geht mir darum, dass ich die Bereiche unterteile, dass dann das sozusagen der Eingangsstein ist für den Bereich. Also das wäre auf jeden Fall mal einer. Und was bist du? Soja ist mit Diorit und Diorit kriege ich Netherquarz und Kabel. Gehen wir mal schnell einen holen. Ich will mir nur angucken. So, das war der da und der da. Dann habe ich Diorit. So, und wenn ich dich jetzt dann da reinpacke, dann habe ich dich. Das ist Soja. Komm, wir machen gleich 16. Ja, den finde ich cooler. Soja hat gewonnen. Das heißt, ich habe jetzt dann 16 Unterteilungen und hätte dann sogar nochmal da Unterteilung zu das. Das heißt also, wenn ich jetzt dann da hinten reingehe, da wo jetzt halt dann irgendwann die Monsterfalle losgeht, ja, dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, da kommt jetzt dann die der Bereich Tinker's Construct hin. Ja, und oder nein, nicht Tinkers. Tinkers ist falsch. Da kommt Factory Tech hin. Factory Tech ist der erste, also ist Factory Tech meinetwegen gelb. Da kommt sozusagen dieser Block in gelb dahin, dass ich weiß, okay, alles klar, was in diesem Bereich ist, ist alles Factory Tech. Und dann geht es halt immer weiter. Immersive hat dann was und Mechanism und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt es immer mit einer anderen Farbe. Und die Energiegewinnung mache ich halt dann komplett anders. Da muss ich mir mal gucken. Schauen wir mal schnell nochmal nach bei Schüssel. Aber Schüssel hat mir zu wenig. Oder Wahnsinn. Wo sind die ganzen Steine hin? Und das sieht. Hä? Schüssel. Schüssel. Cool. Also da sind nicht mal annähernd alle aufgezeigt, die es gibt. Vor allem die, wo ich umschlüsseln könnte. Sehe ich das hier? Okay, das kann ich als alles an das sieht. Ja, das sind 82 Stück. Ja, der schaut hier zum Beispiel schon mal ganz anders aus.
Ich wollte eigentlich gucken, ob es irgendeinen Block gibt, der wo farbig ist. Außer Farbblöcke. Ja, mit denen da werde ich auf jeden Fall auch noch. Mit den Factory-Blöcken werde ich auf jeden Fall auch noch rumspielen. Das könnte dann der Hauptbereich sein, dass ich da reinlaufe. Ja. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. So, auf jeden Fall haben wir schon mal, genau, den Tinkers Hammer. Wir wollen dann wenigstens noch eine Sache vom neuen Mod nehmen. Das heißt, ich brauche Eisen, Sticks und Blei. Schauen wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Das ist Blei. Nein, das ist Blei. So, dann kommst du dahin, du kommst daneben und die Sticks kommen in die Mitte. Und ich habe den Tinker's Hammer. So, das ist jetzt Embers. Dann habe ich hier Ember, der Ember Shard. Wie komme ich da dran? Okay. Ein Stamping Receipt. Ah, oder da. Okay. Das heißt, ich brauche 2 von den Crystals und 13 Blaze Powder. Das hätte ich mal gesagt, das machen wir noch. Also, wir schauen uns noch das dritte an. Amber Piping. Oh Gott. Das ist etwas mehr. Das wird nicht mehr gemacht. Aber das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall dann schon mal zwei Möglichkeiten oder zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall brauche, um ja, so Art ja, wie heißt jetzt? Verdammt, mir fällt das Wort nicht ein. Zu tinkern. Zu schmieden. Danke. Oh Gott. Was für eine Störung. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt von dir 13. Muss ich wieder aufpassen. Nicht, dass der alleine irgendwas macht. Nein, das ist gut. Dann mache ich dich mal an. Und dann kommst du rein. Und ich habe 7 raus. Und das müsste eigentlich die nächste Quest gewesen sein, oder? Ach nee, ich brauche doch. Aber es geht noch weiter. Ich brauche noch den Amber Crystal und ein Amber ja, genau. Das Ding. Das heißt, ich brauche Kupfer, ich brauche Eisenplatten. Zuerst schmeißen wir die Eisenplatten rein. Und da wird es geklotzt und nicht mehr gekleckert. Ein ganzer Stack rein. Mach mal an. Lass mal laufen. So. Brauchen Ofen. Haben wir davon 8. Davon brauchen wir 2. Dann habe ich gesagt, brauche ich noch Kupfer. Ja, und ich brauche davon noch mal welche. Ich brauche ja 9. Oder? Oder brauche ich 4? Nein, ich brauche 6. Dann habe ich sogar einen mehr. Dann habe ich einen Crystal. Ich
Und das wieder rausmachen. Dann habe ich jetzt einen Ofen. Dann brauche ich immer noch Kupfer. Ich glaube, das waren 6 Stück. So, und jetzt habe ich einen Ember Activator. Wir stellen den mal hin. Okay, der hat auch keine GUI. Das heißt, ich muss mir das erstmal angucken, was ich da machen muss. Wie immer. Aber darum wollte ich ihn noch schnell bauen, dass ich weiß, worauf ich mich überhaupt einlassen muss. Er schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. Embers Recindlet. Gut. Dann haue ich mich ins Bett. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.